die waren ja im Vergleich zu anderen Gemeinden, in Hessen drüben, die haben ja dann das auch gemacht, da sind die kleinen Gemeinden sackweise zusammengelegt worden. Und es war überall in Deutschland und Bayern hat damit, die haben die sich als blamabel empfunden, mit so kleinen Gemeinden, mit einem Kleinstlandrat. Das lief, das wurde allgemein akzeptiert, dass das überholt ist. So habe ich noch die Erinnerung. Oschmann war der Einzige, der was verlieren würde. Ja, angemeldet und mit allem drum und dran. Das ist ja das alte Schloss, ne? Und da hat er den großen Saal gehabt mit dicken Gemälde. Und ich kam also von Eingang zu ihm über den Balkon draußen, da kam ich rein. Und da hat er weitergeschrieben, war ziemlich weit weg. Und da hat er gesagt, wenn Sie was nicht lassen können, dann, oder ungefähr so ungefähr, was Sie nicht lassen können, machen Sie halt. Ne? Sie können verschwinden. Ne? Dann musste ich also wieder rückwärts aus dem Saal raus und habe dann vom Personal bin ich da mal rumgeführt worden. Ich habe ja den auch verstanden, weil er war der Einzige, der neuer Landrat war, glaube ich, 2 Jahre im Amt und wollte natürlich weiter, während die anderen Landräte im Landkreis waren alle schon über 65. Ne? Und die werden so und so ein paar Monate später ausgeschieden. Ne? Und deswegen haben wir dort keinen Ärger gehabt. Ne? Der OB war natürlich der Dr. Weiß. Ne? Der war natürlich, Kissingen war der sehr stolz drauf, Badeort und vor allem Autokennzeichen, zwei Buchstaben KG. Und die anderen sind alle, selbst die größeren haben Neustadt, haben Ness gehabt oder sowas. Und da war er schon so stolz auf, dass er dann 2 Punkte Autokennzeichen hatte. Und das ist dann auch, wir haben ihm dann auch sofort zugesagt, das kann bleiben, auch wenn er dann nicht mehr gebietsfrei ist, sondern und da war der schon mal eingekauft. Und ja, so ist es dann gelaufen.